Seit vielen Jahren lädt der Bürgermeister der Kurstadt Bad Lobenstein, Thomas Weigelt, anlässlich des Marktfestes in den Schlosssaal ein. Ehrenamtlich engagierte Bürger, Stadträte, Amtsträger des Kreises und erstmals der Thüringer Tourismusminister Wolfgang Tiefensee kamen, um zu feiern. Grund genug gab es, wurde doch der Kurorttitel 2019 wieder an die Stadt verliehen. Zwei besondere Menschen durften sich ins goldene Buch der Stadt eintragen. Eine war die scheidende Geschäftsführerin der Kurgesellschaft, war am Anfang ein Kommen und Gehen, wurde mit Frau Nordhaus eine kontinuierliche Entwicklung eingeleitet. Ja, ein Hallo in die Runde. Oft werde ich gefragt, sag mal Heinz, zu wem sagst du Sie? Und einen Menschen gibt es da, zu dem ich Sie sage, und das ist meine Chefin in den letzten 10 Jahren. Ich danke Frau Nordhaus für die letzten 10 Jahre. Ich bin gekommen, da hatten Sie mir eine Chance gegeben und die Chance habe ich genutzt. Und jetzt eigentlich an Sie mal die Frage, an was erinnert man sich so die letzten 14 Jahre bei Ihnen zurück hier an der Desertherme? An eine sehr anstrengende, aber sehr, sehr schöne Zeit mit tollen Mitarbeitern, die sehr kreativ immer mitgearbeitet haben und Sie ganz besonders, ist ja Ihr Job. Und ich muss sagen, in den 10 Jahren Hut ab, was daraus geworden ist. Und egal, wo ich hingucke in unserem Haus, es sind überall Teams, die gestanden sind, die nicht darauf warten, dass eine Chefin irgendwas sagt, sondern die selber mitdenken und mitarbeiten und die Stadt und die Therme voranbringen. Ich weiß, die ersten Jahre war es selten, dass Sie vor 14 Stunden, einen 14 Arbeitstag nach Hause gekommen sind. Jetzt ist es langsam nach unten. Was wollen Sie denn in Zukunft machen, wenn Sie jetzt nicht mehr hier in Bad Lobenstein zur Arbeit gehen, weil Bad Lobenstein und Nordhaus ist eigentlich, das nennt man zusammen. Das ist richtig und es wird auch immer ein Stück Herz und Seele hier in Bad Lobenstein bleiben. Aber die Welt ist groß und es gibt noch viele schöne Kurbäder und andere Stellen in Thüringen, in Europa und vielleicht auch in der ganzen Welt, die man mit einer Zweitwohnung bereisen kann. Und ich habe einen Mann, der sehr geduldig immer gewartet hat, dass ich heimkam und mich in jedem Punkt unterstützt hat. Und jetzt ist Zeit für ihn. Ich weiß, Wohnmobil geht in Europa auf Reise und wir wünschen unfallfrei und viel, viel Spaß und Glück und Gesundheit. Denn ich glaube, das ist das Wichtigste, was man haben muss. Dankeschön und ich wünsche mir, dass das Team genauso gut weiter zusammensteht und die Therme sich weiter so gut entwickelt. Alles klar. Viel Spaß heute noch. Danke. Und auch so ein Mitstreiter, so die letzten Jahre bei mir. Helmut, du warst mal Chef von der Sparkasse und wenn wir gekommen sind, du warst immer ein offenes Wort hattest du immer und warst ja auch noch Chef vom Tourismusverband, also zumindest Finanzer vom Tourismusverband und hast den Tourismusverband immer unterstützt. Du bist seit wie vielen Jahren jetzt in Thüringen? Seit 25 Jahren. Und genau genommen bin ich Spätheimkehrer. Spätheimkehrer? Ja, mein Großvater war kein leichtsinniger Mensch, aber er hat alle 10 Jahre geheiratet. Eine Frau war aus Meiningen, eine aus Hüxen und eine aus Suhl und eine aus Nürnberg. Und ich habe auch meine Ferien in der DDR-Zeit immer bei meinen Großeltern verbracht. Habe allerdings einen meiner Onkels erst nach der Wende kennengelernt, denn der war NVA-Offizier, der war immer nicht da, wenn ich da war. Insofern ist es schon ein Nachhausekommen immer für mich gewesen. Heute ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Was macht man jetzt so als Pensionär? Och, ich mache immer noch viel Ehrenamt und ich mache viele Dinge, die zu kurz gekommen sind. Ich glaube, ich brauche noch etwa 3 Jahre, bis ich meinen Garten auf dem Stand habe, wo ich ihn haben möchte. Also die Frau sagt nicht, Mensch Helmut, jetzt mach aber los du, ich lasse mich mal hier mein Zeug machen. Sie motiviert mich zu den richtigen Dingen, ja. Wir jedenfalls danken für die Arbeit der letzten Jahre. Du warst immer, hast immer ein offenes Wort gehabt und wünsche als für die letzten Jahre jetzt als Pensionär noch viel, viel Spaß und vor allem Gesundheit. Es hat immer Spaß gemacht und ich darf den Dank zurückgeben, denn es ist viel gemeinsam geworden und darauf kommt es an. Herzlichen Dank. Genau so ist das. Es ist viel geworden. Danke. So, ich störe jetzt einfach mal. Hallo, ich grüße unser Gäste aus Leonberg. In Ihrer Rede haben Sie von 28 Jahren gesprochen, von der 28. Erklären Sie einfach, für die Zuschauer, die nicht dabei waren, was meinten Sie mit den 28? Ja, ich habe die 28 als Analogie zu 28 Jahre Berliner Mauer verstanden wissen, die ja nach 28 Jahren
am Ende war, Gott sei Dank. Und unsere Partnerschaft besteht jetzt 28 Jahre und sie wird noch viele, viele Jahre weiter bestehen. Ja. Und anders als die Mauer, die getrennt hat, verbindet unsere Partnerschaft mit Bad Lobenstein. Und das fand ich jetzt eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, wie sozusagen die Wiedervereinigung, die ja immer noch in unseren Köpfen ein ganz wichtiger Punkt ist, auch weitergelebt wird. Also mir ist das sehr wichtig und insofern fand ich das toll, dass wir jetzt mit unserer Partnerschaft die Zeit der Berliner Mauer überholt haben. Ja, und wieder ein Gast, das zweite Mal in kurzer Zeit hier in Bad Lobenstein, Wolfgang Tiefensee. Warum bist du heute da? Das Marktfest, das 42. wird eröffnet. Da bin ich eingeladen worden und wer mich einlädt, muss befürchten, dass ich komme. Und ich bin sehr, sehr gern hier, um Lobenstein, Bad Lobenstein zu loben. Einmal konnten wir die Kurstadt wieder ausrufen, verlängern und damit das einzige Moorheilbad in Thüringen ehren. Zum anderen bin ich sehr, sehr froh, dass die Gästezahlen hier richtig deutlich nach oben gehen. Bei anderen geht es 2018 ein bisschen nach unten. Bad Lobenstein gegen den Trend, 4% plus. Die Stadt hat sich toll entwickelt. Und das unterstützt natürlich das Land, das unterstützt der Tourismusminister. Der freut sich sehr. Also ist er hier mit der Moorprinzessin und mit allen anderen Ehrengästen, mit denen, die ausgezeichnet worden sind, hat mir ganz besonders gefallen, dass Ehrenamtliche ausgezeichnet werden, denn die machen das Leben einer Stadt aus. Nicht da irgendwo auf dem Sofa sitzen und rumnörgeln, sondern Ärmel aufkrempeln. Und das macht man nicht.